Und? Was machst du? Bühne einstellen. Das neue Bühne angebaut. Muss ich einstellen, damit ich das machen. Gute. Na? Wie läuft's? Gut, ist das der gleiche Tobi und See wie letzte Woche? Nein, ist der nächste. Ich sag ich jetzt jede Woche. Du sagst jetzt jede Woche. Und das Gute ist, ich weiß, dass ich nachher dem noch einen mache, danach noch einen mache und danach noch einen mache. Einer steht schon auf dem Hof. Also den kann ich dann wirklich direkt, wahrscheinlich werde ich heute soweit nämlich fertig. Und dann kann ich dann morgen direkt den nächsten anfangen. Viele haben sich bestimmt schon gefragt, warum so ein Ferrari-Motor nicht wie ein klassischer Mustang V8 oder sowas klingt. Der Unterschied ist vor allen Dingen die Kurbelwelle. Wir haben bei einem normalen Ami V8, wie bei einem Mustang oder bei einer Corvette oder so, eine Kurbelwelle mit Kurbelwellenzapfen. Die liegen sich nicht einfach nur gegenüber, also hier ist dann die Mitte und dann hier, sondern wir haben die an vier Punkten. Das heißt, wir haben hier, hier, hier und hier. Bei einer Kurbelwelle wie beim Ferrari zum Beispiel oder sogar beim neuen, ganz neuen Shelby GT 350 hat die auch. Da ist eine Flatplane-Welle. Die sind wirklich nur gegenüber. Vorteil, das dreht schneller hoch. Nachteil, es ist laufunruhiger für Sportmotoren. Die klassische Welle im Mustang ist laufruhiger und eher für den Alltag und für normale Motoren wie typisch Ami V8 geeignet. Und das macht dann auch den unterschiedlichen Klang.